Hallo Freunde, hier ist Ariel und seine Hausmannskost. Heute mache ich mit euch eine Maronensuppe mit Sellerie, mit Apfel, mit Ahornsirup, ein wenig Chili und Zitrone. Die ist absolut lecker, passt in der Jahreszeit, passt auch schön als Weihnachtsmenü. Ich kann euch nur sagen, schaut euch den Film an, probiert es und schmeckt euch bestimmt. Die ist auch relativ einfach gemacht und zwar sage ich mal eben die Zutaten auf. Ich habe hier vorgegarte, geschälte Maronen. Ihr könnt euch die auch selber machen, aber das ist echt schon eine Schweinearbeit. Das heißt, ihr müsst die Kastanien im Ofen legen, davor an der gewölbten Seite anritzen, dann so 20 Minuten ungefähr reinschieben und dann aufknacken und dann weiterverarbeiten. Also das ist schon eine ganz gute Variante und die ist auch in Ordnung. Des Weiteren brauchen wir für meine Maronensuppe Apfel, Zitrone, Staudensellerie, Ahornsirup. Chili nehme ich natürlich wieder immer, aber so einen kleinen Tick kann euch rein. Pfeffer, Salz, bisschen Zimt. Das war's eigentlich. Ich mache jetzt hier schon mal, ich koche mir jetzt erstmal so ein bisschen, ich brauche ein bisschen Fond. Ihr könnt Gemüsefond nehmen, aber ihr könnt auch Zimtstange mache ich rein. Ich erstelle mir hier so ein Fond. Ihr könnt auch einen schönen Gemüsefond nehmen, wie auch immer. Aber die Schale und davon vom Sellerie habe ich gleich natürlich Geschmack, was ich haben will. Das mache ich hier rein alles. Bisschen Salz. In dem Fall eine Chilischote. Erstmal so ein Stück. Dann ein bisschen Pfeffer. Dann stellen wir das Ganze auch nochmal an. Weil das wäre auch eine gute Idee. So, dann nehmen wir den Apfel. Stechen uns den aus. Alles mit rein. Alles Geschmack. Jetzt schälen wir den. Habe ich eigentlich alles gut drauf? Ja. Alles mit reinwerfen. Ich sage euch, die meisten würden das jetzt alles wegwerfen, aber das ist nicht Sinn der Sache. So, jetzt nehme ich mir das kommt alles da rein. Außer der Strunk, den mache ich mal weg. So viel brauchen wir nicht. Wir brauchen nur so ein bisschen. Drei Dinge. Der Rest kommt, wird verarbeitet. Den schmasche ich mir nochmal. So, jetzt schneiden wir uns den. Schön dünn. Den habe ich nicht richtig durchgeschnitten. Der kommt nachher erstmal, der wird nachher noch blanchiert kurz. Der kommt als Einlage rein. Jetzt kommt der Apfel noch. Ihr könnt euch das alles auch noch viel feiner schneiden. Aber ihr wisst ja, ich bin der Grobmotoriker. Ein Teil kommt als Einlage und ein Teil kommt nachher zu den Maronen noch mit zu und wird püriert. Ich schneide jetzt die Äpfel erstmal zu Ende und dann sehen wir uns gleich wieder. Nur die Äpfel sind fertig geschnitten. Jetzt haben wir die Maronen noch. Die hacken wir uns grob, weil die werden nachher sowieso püriert. Ich hack die mir jetzt grob zu Ende und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann mache ich noch ein bisschen Wasser zu, damit ich nachher genug für meine Maronensuppe habe. So, die Maronen sind fertig gehackt. Die kommen jetzt wieder zurück in der Schüssel. Und dann kommt gleich noch eine Zwiebel, die hatte ich nicht gesagt in der Beschreibung. Das lassen wir so ein bisschen vor sich hin kochen. Aber muss nicht kochen wie Wäsche, können wir ein bisschen kleiner stellen. Meine Äpfel werden braun. Ist auch logisch, ich habe auch da keine Zitrone dran. Aber die mache ich gleich dran, das ist Bio-Zitrone.
Ich will nur die Zeste runternehmen. Wir kommen nachher zum Schluss über die Maronensuppe. Da gibt es kaum was. Also ich finde das mit einer der geilsten Sachen. Das so zu riechen. Das ist einfach nur geil. Jetzt mal ein bisschen Zitronensaft hier drüber machen. So, eben schnell schön durchgerührt. Und jetzt bekommt sie keine Farbe. So, jetzt wollen wir einmal den Fond probieren. Jo, schmeckt halt ein bisschen nach Sellerie und Apfel. Aber das schmeckt noch nicht besonders, aber ist ein Grundfond. So, jetzt mache ich eben nochmal die Zwiebel. Die Zwiebeln schneiden wir in kleinen Würfel zum Anbraten. Die kann auch mit da rein, das schadet nichts. Ich mache das ja nachher sowieso noch in der Infobox. Aber was ich auch noch vergessen habe, ist natürlich Sahne. Ne? Eine Maronensuppe ohne Sahne geht gar nicht. So, wenn ihr das so eine Viertelstunde so köcheln lasst ungefähr, dann habt ihr den Geschmack draußen, müsst immer noch mal vielleicht so ein bisschen Wasser zumachen. So, ich räume erstmal alles weg, was ich nicht mehr brauche. Und dann sehen wir uns wieder. Hier könnt ihr sehen, wie sich die Farbe jetzt ein bisschen verändert. Durch die Zwiebelschale geht das so ins Goldene. Also wenn ihr mal eine Brühe macht oder so und schneidet Zwiebeln immer mit reinmachen. So, den Fond einmal probieren nochmal. Ist nur für mich. Also es schmeckt Sellerie, ich schmecke ein bisschen Apfel und ein bisschen die Schärfe und auch so ein bisschen Zimt. So, das ist jetzt fertig. Das machen wir jetzt durch feine Sieb einfach rein. Vorsicht, dass es heiß, wenn ihr das mit den Fingern macht, dran denken. So, da das auch mal ein bisschen was Feines ist, habe ich hier noch Sahne und Butter. Natürlich noch in der Infobox rein. Feines Cremesüppchen muss natürlich auch mit Butter gemacht werden. Dann braten wir jetzt die Zwiebeln an, bisschen Sellerie, bisschen Maron. Die Brühe kommt erstmal beiseite. Die Zwiebeln zu. So, jetzt stellen wir wieder höher, weil wir alles ein bisschen anbraten wollen. Ich nehme einen Teil hiervon mit rein und den anderen Teil mache ich mir ein bisschen was von heißen Brühe drauf und lasse das einfach nur ziehen. So, dann ist das nachher, ist das gar, das kommt nachher dann noch mit in der Suppe rein als Einlage. Die Äpfel kommen, machen wir auch noch einen Teil mit rein. So, und ein Teil kommt als Einlage rein. Ihr müsst das so machen, dass es auch so ein bisschen passt. Weil wenn ihr zu viel, das sind säuerliche Äpfel, wenn ihr zu viel drin habt und ihr beißt da drauf, ihr könnt euch die auch reinreiben, das ist auch noch eine Möglichkeit. Das wird sowieso nachher alles berührt. So, das dauert jetzt so ein klein bisschen. Ne? Also wenn es so ein bisschen angebraten ist, dann kommen die Maronen dazu. Aber dann melden wir uns dann gleich wieder. Oder ich mich gleich wieder, besser gesagt. Ich mache noch ein bisschen Chili mit rein. Aber da soll auch nicht so viel drin sein. Die sollen nicht so scharf sein. Nur so einen kleinen Tick. So, und jetzt warten wir, bis die Zwiebeln glasig sind. Dann kommen die Maronen dazu. So, 3 Minuten sind rum. Die Zwiebeln sind glasig. Ich mache jetzt die Maronen dazu. Obwohl das jetzt vorgegartet sind, schwitzen wir die auch noch so ein bisschen mit an. Wie ich schon anfangs sagte, das ist eigentlich gerade für die Weihnachtszeit so als Vorspeise eine schöne Maronensuppe. Als Dessert wäre so ein schönes, entweder ein schönes Parfait, so ein Lebkuchenparfait oder eine, habe ich letztens auf der Arbeit gemacht, eine Lebkuchenmousse, also im Prinzip gleiche wie Mousse in Schokolade, nur halt mit Lebkuchengewürz. Und dazu habe ich dann so Kirschen mit Mandarin, bisschen Zitrone, bisschen Kardamom, bisschen Zimt hatte ich ja in der Mousse, sondern Zimt habe ich nicht genommen. Bisschen Vanille hatte ich, nee, auch nicht, Tonkabohnen hatte ich genommen, genau, so war das, ne, in den Kirschfrüchten. Und das passte nachher, war richtig lecker. Das schön säuerlich gehalten und das für den süßen Mousse, das war schon toll. So, jetzt stellen wir das auf 7 und jetzt machen wir einen Schuss Ahornsirup darüber. Ihr könnt auch, wenn ihr das nicht mögt, könnt ihr Zucker nehmen, aber Ahornsirup ist sowieso geil und Apfel dazu. So ein bisschen karamellisieren noch damit. Also ich muss sagen, die Kastanien finde ich so ein bisschen so, haben trotzdem immer noch irgendwo das, was so pilzig ist, so im Geruch auch mit.
nicht so extrem, aber so, jetzt machen wir den Fond hier rein. Ich versuche jetzt mal hier da hinten die Reste nicht mit reinzumachen. Aber so eigentlich will ich das ja auch nicht verschenken. Und deswegen mache ich mir das hier durch ein Sieb durch. Jetzt ist der Werder und so haben wir den Saft drin und das andere ist draußen. So. Das lassen wir jetzt 20 Minuten köcheln. Den Saft nehmen wir natürlich auch zu. Das wäre die Einlage. Das kann jetzt alles in ein. Noch besser, ich mache das jetzt hier rein. Dann kann alles andere schon mal weg. So, jetzt probieren wir das Ganze mal. Und das ist geil. Bisschen Salz noch. Ahornsirup ist genug. Aber einen kleinen Hauch Zimt kann noch ran. Das halte ich für zu viel, muss ich leider rausholen. Ich will da keine Zimtsuppe haben. Das passiert, so, das reicht. So, dann muss ich hier die Chili rausholen. Weil das wird sonst zu scharf. Das ist eine richtig scharfe. Und ich mache ja nun gern scharf, ne? Aber ich will auch noch das andere schmecken. Da kommt nachher noch ein bisschen, aber können wir eigentlich auch jetzt machen, ein bisschen Säure rein. Wir haben zwar auch eine Apfelsäure, aber das wird nicht ausreichen. Also, ja, cool. So, wir sehen uns dann so wieder in 20 Minuten. Nur das kocht zu doll, machen wir auf 6. So, die stellen wir jetzt mal kleiner. Und dann pürieren wir sie jetzt. 20 Minuten sind rum. Optisch gesehen, naja, gut. Aber geschmacklich einfach nur geil. So, jetzt machen wir uns hier Sahne rein. Stellen das wieder an. Und jetzt müsst ihr die Konsistenz für euch rausfinden. Also eine Maronensuppe ist meistens so breiartig. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Außer Salz und Zitrone muss da nichts mehr rein. Die braucht auch nicht gebunden werden. Die hat echt eine schöne Schärfe, so wie ich das mache. Also nicht übertrieben wirklich. Also für jedermann. Außer wer gar nicht scharf mag, aber wer so ein bisschen pikant macht. Optimal. Also so lecker. Und wenn man dann noch auf den Apfel beißt, man hat so den Geschmack von den Kastanien. Man hat die Süße vom Ahornsirup, die Schärfe vom Chili und die Säure von Apfel und von der Zitrone. Und das Omani von den Sellerie auch noch. Das ist einfach nur geil. Wenn ihr das so macht in der Form, jetzt richten wir uns die noch an. Und dann können sie gegessen werden. Man kann die in so vielen Varianten machen. Letztens habe ich eingesehen, man kann das mit Wein noch ablöschen. Man kann es auch mit Rum ablöschen. Man könnte noch ein bisschen Minze zugeben. Aber ich mache eigentlich diese Variante mit am liebsten mit Ahornsirup und Zitrone. So, Salz, Pfeffer, denkt ihr immer dran, nach eurem Geschmack. Ich habe hier noch ein bisschen was von den Staudensellerie. Kommt da noch so rein. Bisschen für die Optik. Dann gehen wir mal ein bisschen näher ran. So, voilà. Jetzt kommt noch meine Zeste von der Bio-Zitrone dazu. Und das ist somit, das riecht so richtig, oh, erfrischend. Wie gesagt, ich weiß, wie das schmeckt, deswegen nehme ich auch das Ganze. Ihr könnt das vorher mal probieren. Dann nehmt ihr eben nur die Hälfte. Also das ist auch wieder, das ist, wie gesagt, das ist wieder Geschmackssache, wie mit Salz, Pfeffer und sonst was. Und deswegen mache ich eigentlich ganz selten genaue Angaben mit Salz, Pfeffer, weil jeder Geschmack verschieden ist. Freunde, wenn euch mein Kanal gefällt, abonniert ihn. Ich freue mich drüber. Klickt auf die Glocke und ihr habt immer den neuesten Film. Und ich kann nur sagen, jetzt für die Jahreszeit, auch für die Weihnachtszeit, eine schöne Vorsuppe, schmeckt richtig lecker. Ja, wie immer,
kann ich nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen, wünscht euch euer Ariel und tschüss.